wer versucht wird, bei dem steht nicht selten seine Integrität auf dem Spiel. Schaffe ich es, ehrlich zu sein, auch wenn ich dadurch Nachteile habe? Vielleicht einmal ganz klamm heimlich ein paar Steuern hinterziehen, wenn es niemand sieht? Letztlich steht hier die eher beängstigende Frage im Raum: Kann ich mir aber selbst treu bleiben? Um Versuchung und Verrat, Schuld und Sünde geht es am Sonntag in Vokabit. So zum Beispiel in der Versuchung des Hiob, der auch in Schicksalsschlägen und Krankheit an Gott festhält, oder Judas, der nicht widerstehen kann, bis hin zu Jesus, der selbst versucht wird. Das Bekenntnis zu ihm und der Blick in die Heilige Schrift helfen, in der Versuchung zu bestehen und Gott richtig zu dienen. Und wenn es zu schwer wird, dann sind hoffentlich, wie bei Hiob, Freunde da, mitzutrauern, zu trösten, zu ermutigen. Auch aus der notwendigen Distanz. Oder es mag der Bibelvers helfen, der uns durch diese erste Passionswoche begleiten möchte. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Um diese Themen geht es unter anderem in Lesung und Predigt unseres Gottesdienstes am ersten Sonntag in der Passionszeit 2021, zu dem ich Sie und euch herzlich begrüße. Normalerweise haben wir keine Abkündigungen in unseren Online-Gottesdiensten. Heute aber ein Hinweis: Vom kommenden Mittwoch an werden die kurzen Pausen bei Petri bis Ostern durch Online-Passionsandachten ersetzt. Natürlich in abgespeckter und angepasster Form. Das Thema, das uns in den nächsten Wochen begleiten wird, sind Lieder in einer stillen Zeit. Für viele mag dieses Thema eher paradox daherkommen. Ich stelle mir aber vor, dass bei vielen von uns die Melodien und Texte dieser Lieder Schwingungen und Gedanken auslösen, die zum Nachdenken anregen, vielleicht aufwühlen, vielleicht auch beruhigen und zuversichtlich, hoffnungsvoll oder glücklich machen. Haben Sie bitte zu den Passionsandachten ein Gesangbuch dabei, um die Liedtexte mitzusingen oder zu lesen. Diese werden aber zusätzlich im Video auch eingeblendet. In der Lesung der Passionsgeschichte folgen wir in diesem Jahr dem Markus-Evangelium. Die jeweiligen Abschnitte werden zu Beginn der Passionsandacht eingeblendet. Nun wollen wir aber beten, hören, singen und Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält und niemals loslässt die Werke seiner Hände. Thank you.
Psalm 91 in einer Textübertragung von Hans-Dieter Hüsch. Wer schutzlos der Willkür ausgesetzt, wer umherirrt ohne festen Wohnsitz, wer nicht weiß, wo er sich zur Ruhe legen kann, wer illegal ohne Pass den Ordnungshütern in die Arme fällt, der findet Zuflucht bei Gott und seinen Mitarbeitern. Der kann sagen, du Gott bist meine Wohnung, bei euch Menschen bin ich zu Hause, euch vertraue ich voll und ganz. Du brauchst nun keine Angst mehr zu haben vor den Schrecken der Nacht und ihrer Kälte, vor der Ausweglosigkeit des Tages und dem Hunger. Denn deine Zuflucht ist Gott in Person bei den Frauen und Männern, die dich beschützen. Sie retten mich vor dem Ausländergesetz und vor der Abschiebung. Sie bewahren mich davor, dass ich gehetzt werde wie von Hunden. Du wirst es selbst erfahren, wieder ein Mensch zu sein. Denn mittlerweile gibt es Tausende von Engeln in den Städten, die dich behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dir die Steine aus dem Weg räumen, damit du nicht wieder auf die Nase fällst. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, von dir ist alles, was wir haben, aus dir leben wir. Die Zumutung des Lebens ersparst du uns nicht. Aber in Jesus Christus, deinem lieben Sohn, der selber das Leid der Menschen erfahren hat, bist du auch darin an unserer Seite. Lass uns diese Nähe spüren, wenn wir in diesem Gottesdienst dein Wort hören, dass es uns begleite und stärke alle Tage unseres Lebens. Gott, himmlischer Vater, es heißt, dein Sohn habe die Menschen zu sich gerufen. Es heißt, er habe auch die Sünder nicht ausgeschlossen. Es heißt, er sei am Kreuz gestorben, auch für mich. Es heißt, du und ich, wir seien versöhnt. Lass mich daran glauben, mein Gott, und dann davon erzählen. Amen. Thank you.
heutigen Sonntag steht im Buch Hiob im 2. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 10. Die zweite Prüfung. Hiob wird krank. Danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen und traten vor den Thron des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen und trat vor den Thron des Herrn. Da fragte der Herr den Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Ich habe die Erde durchstreift. Ich war mal hier, ich war mal dort. Der Herr fragte den Satan weiter: Hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Noch immer hält er sich frei von Schuld. Du hast mich umsonst überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Doch der Satan antwortete dem Herrn: Haut für Haut. Ein Mensch gibt alles her, wenn es nur um seine eigene Haut zu retten kann. Aber stricke doch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gedanken und seine Gesundheit an. Dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Da sagte der Herr zum Satan: Gut, ich gebe ihm deine Gewalt, doch sein Leben musst du ihm lassen. Danach verließ der Satan dem Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm: Willst du dich noch immer frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, sodass du stirbst. Da antwortete er ihr: Dummes Gerede, wenn wir Gutes von Gott bekommen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei allen ließ Hiob sich nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aus dem Heidelberger Katechismus lesen wir zwei Fragen und ihre Antworten. Es sind die Fragen 126 und 127. Was bedeutet die fünfte Bitte? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Damit beten wir: Rechne uns armen Sündern alle unsere Missetat und das Böse, das uns immer noch anhängt, um des Blutes Christi willen nicht zu. Wie auch wir es als Zeugnis deiner Gnade in uns finden, unserem Nächsten von Herzen verzeihen zu wollen. Was bedeutet die sechste Bitte? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen? Damit beten wir: Aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext fordert einiges von uns ab. Es geht um Schuld und Sünde, um Versuchung und Verrat. So beginnt also die Passionszeit 2021. Eine besondere Passionszeit, in der wir uns nicht persönlich austauschen können, in der wir uns nicht miteinander an den Weg Jesu ans Kreuz erinnern können. Weder im Gottesdienst noch in den Passionsandachten. Keine Matthäus-Passion und auch keine Johannes-Passion. Knallhart, aber auch berührend und anrührend kommt uns der Predigttext daher. Dennoch werden wir weitestgehend alleine gelassen mit denen sich in der Passionszeit stellenden Fragen. Warum sind wir Menschen nach wie vor Sünder? Warum versucht uns das Böse immer und immer wieder? Warum hat Gott das Böse nicht schon längst in dieser Welt ausgerottet? Fragen, die sich angesichts von weltweiten Kriegen und Hungersnöten, nahezu grotesken Staatsmännern und Staatsfrauen und einer unberechenbaren Viruserkrankung stellen. Ich denke, solange wir leben, werden wir keine unserem Verstand befriedigende Antwort finden. Nur so viel lässt sich sagen, es liegt nahe, dass das Böse im Risiko der Freiheit liegt, die Gott uns geschenkt hat. Wenn Gott den Menschen keinen freien Willen gelassen hätte, dann hätte sich Adam ebenso wenig zur Sünde verleiten lassen wie Eva. Hätte Gott alle seine Engel zwanghaft gehorsam erschaffen, dann wäre Satan mit seinem Gefolge, dann wäre das Böse nicht zu Gottes Widersacher geworden. Gott aber wollte freie Menschen und freie Engel, mit dem Risiko, dass sie sich abwenden können und böse werden. So werden wir immer und immer wieder in Versuchung geführt. In der Vorbereitung zu dieser Predigt las ich, dass die italienische katholische Bischofskonferenz Ende 2018 beschlossen hat, in Unser Vater die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, lass uns nicht in Versuchung geraten, zu ändern. Papst Franziskus hatte diese Diskussion angestoßen. Nicht Gott führe den Menschen in Versuchung, sondern der Teufel. Aus dem Vatikan hieß es, Gott ist jemand, der uns hilft, der uns unterstützt, nicht in Versuchung zu fallen. Nicht ein Gott, der uns eine Falle stellt. Das wäre absolut inakzeptabel. Die deutsche Bischofskonferenz und auch die evangelische Kirche haben sich dieser Interpretation nicht angeschlossen. Sie folgen klar der griechischen Übersetzung, in der das Unser Vater uns überliefert ist, führe uns nicht, bring uns nicht in Versuchung hinein. Liebe Gemeinde, kann und darf das denn sein, dass Gott einen Menschen absichtlich in Versuchung führt? Die Bibel gibt uns schon im Jakobusbrief eine Antwort. Dort heißt es, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Der Heidelberger Katechismus antwortet auf die sechste Bitte so, wie wir es gerade in der Lesung der Frage 127 gehört haben. Dort heißt es, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Im Buch Hiob steht, dass Gott dem Satan freie Hand lässt, Hiob zu verführen. Und Hiob antwortet so, wie es gerade Dirk Detering aus dem Alten Testament gelesen hat. Dummes Gerede, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Und letztlich, liebe Gemeinde, ist es nicht der Geist Gottes, der Jesus in die Wüste führt, wo er vom Teufel verführt wird? Irgendwie macht das allen zunächst unsicheres Gefühl.
Kann man einfach alles Gute auf Gott zurückführen und alles, was man nicht versteht, auf den Teufel? Nur damit das eher kindliche Bild vom lieben Gott nicht ins Wanken gerät? Gott, ihr Lieben, ist nicht immer so, wie wir ihn uns wünschen, möglichst verständlich und lieb. Er ist jedoch nicht immer nur lieb. Was wir aber als Zusage haben und was auf ewig bleibt, ist, dass er unser Vater ist. Liebe Gemeinde, diese zugegebenermaßen sehr umfangreichen Vorüberlegungen finde ich wichtig für das Verständnis, und zwar für ein gerechtes Verständnis unseres heutigen Predigttextes, den ich aus der neuen Genfer Übersetzung lese. Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte: Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas: Tu das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Puh, erster Sonntag der Passionszeit und dann gleich solch ein Text. Wir sind, liebe Gemeinde, mit dieser Passage gleich mittendrin in dem Drama. Es war Nacht. Die Nacht der Nächte, so können wir heute sagen. Wir sind Zeugen einer eigentlich munteren Runde von Männern. Sie sitzen dort oder, wie es damals auch üblich war, liegen um einen gedeckten Tisch herum. Plötzlich zerschneiden vielleicht traurig gesagte Worte die ausgelassene Stimmung. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Unbehagen und Unsicherheit machen sich unter den Jüngern breit. Augenpaare, die einander ausweichen. Im Matthäusevangelium heißt es an dieser Stelle: Herr, bin ich's? Wem von ihnen wäre denn so etwas zuzutrauen, da sie doch eine eingeschworene Gemeinschaft sind, die treu zusammenhält? Ein wenig steckt hinter dieser Frage auch die Angst, dass jeder von ihnen selbst gemeint sein könnte. Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen und der, dem ich es gebe, der ist es, ist die für die Jünger zwar indirekte, aber eigentlich doch eindeutige Antwort. Nachdem Jesus das Stück Brot an Judas weitergereicht hat, gibt Jesus ihm den Auftrag, das, was er vorhat, zu tun, und zwar sofort zu tun. Judas, der Kassenwart der Jüngerschaft, soll er etwa noch neues Brot oder Wein kaufen? Soll er vielleicht etwas für die Armen spenden? Keiner der Apostel sieht oder versteht, um was es hier geht. Judas verlässt Jesus und die Jünger und geht hinaus in die Nacht. Und Jesus lässt ihn gehen, liebe Gemeinde. Eine Geschichte, die Beklemmungen bei mir auslöst, mir aber noch Fragen stellt, so wie dieser ganze Bericht aus dem Johannesevangelium mir eigentlich mehr Fragen aufwirft, als mir Antworten gibt. Warum nur tut das Judas? Geldgier, Enttäuschung oder Zweifel? Will er vielleicht sogar ein Wunder Jesu provozieren, damit seine Anhängerschaft noch größer werde? Nachdem er das Brot genommen hatte, fuhr der Satan in seinen Sinne, heißt es im Predigttext. Ist Judas damit nicht mehr selbstverantwortlich für sein Tun? Niemand hält ihn zurück.
nicht die Jünger und nicht einmal der Lieblingsjünger. Ja, selbst Jesus bremst Judas nicht. Muss Judas zum Verräter werden, damit Jesus den Weg ans Kreuz und in die Herrlichkeit gehen konnte? Fragen zu Geschehnissen und Verhalten, die offen bleiben. Ich kann mir auch nicht erklären, ob die Aufgabe, die Judas hier wahrnimmt, mehr mit Schuld oder mehr mit Schicksal zu tun hat. All das vermischt sich auf eigenartige Weise mit der Frage, die auch die Jünger stellen. Kann es etwa sein, dass mit Judas auch ich selbst gemeint bin? Vielleicht sind mit Judas die dunklen Ecken in meinem Herzen gemeint, über die ich nicht so gerne spreche, die ich lieber im Verborgenen halte und über die ich mich manchmal selbst erschrecke. Ich denke, liebe Gemeinde, jede und jeder unter uns kann auch dieses auf eine gewisse Weise nachvollziehen. Es sind diese dunklen und manchmal unmenschlichen Ecken, die uns aber so menschlich machen. Fragen bleiben offen. Und dennoch machen sie etwas mit uns. Sie können uns nachdenklich über uns selbst machen. Und sie können uns hindern, Judas gänzlich zu verurteilen, wie es uns als Christinnen und Christen eh nicht zusteht, über ihn zu richten. Unsere Aufgabe ist es, zu lieben. So, wie Jesus es in seinen eindringlichen Abschiedsworten einige Verse später in diesem Kapitel sagt. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Worte, die eine Art Zusammenfassung dessen sind, was Glaube ausmacht. Glauben ist nicht ein frommes Gefühl oder so etwas wie Selbstsicherheit. Glauben heißt, in Liebe zu handeln. Aber nicht nur die Frage, ob etwas von diesem Judas in mir steckt, irritiert mich, sondern auch die, ob Jesus Lieblinge gehabt hat. Menschen, die er mehr liebte als andere. Von dem Jünger, der an Jesu Brust lag, wie es heißt, ist in diesem Abschnitt des Johannesevangeliums das erste Mal die Rede. Er taucht später wiederholt auf. Unter dem Kreuz, als Jesus ihn seiner Mutter anvertraute und dann als erster am leeren Grab. In den anderen Evangelien wird dieser Mann nie erwähnt. Er bleibt ohne Namen und somit ein Geheimnis. Was ist, wenn mit diesem Menschen wir, du und ich gemeint sind? Was ist, wenn Jesus gerade dich oder mich ganz besonders liebt? Dass wir ihm trotz unserer dunklen Ecken in unseren Herzen und Judas-Ähnlichkeit besonders am Herzen liegen. Was würde sich alles verändern, wenn wir mit dieser Perspektive als Jesus-Liebling leben? Ich denke, es würde uns helfen, so zu leben, wie er es tat. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und was wird aus Judas? Im Matthäus-Evangelium erhängt sich Judas. Tim Rice, der das Libretto zu der von Andrew Lloyd Webber vertonten Rockoper Jesus Christ Superstar schrieb, legt Judas folgende letzte Worte in den Mund. When he's cold and dead, will he let me be? Does he love me too? Does he care for me? God, I'll never ever know why you chose me for your crime. Frei übersetzt, wenn er, also Jesus, kalt und tot ist, wird er mich in Frieden lassen und so annehmen, wie ich bin? Wird er mich lieben und für mich sorgen? Gott, ich werde niemals verstehen, warum du mich für dieses Verbrechen auserwählt hast. Hier im Johannesevangelium bleibt das Schicksal des Judas offen. Ist er verloren? Im nächsten Vers, der nicht mehr zu unserem Predigttext gehört, heißt es, nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Das Tun des Judas dient der Verherrlichung Jesu und der Verherrlichung Gottes. So wird Judas zum Werkzeug Gottes und ist nötig für die Heilsgeschichte. In Vézelay in Frankreich steht in einer 800 Jahre alten Kirche eine Steinsäule. Auf der einen Seite sieht man Judas, wie er tot an einem Baum hängt. Auf der anderen Seite einen Hirten, der den Toten, nun befreit vom Strick,
auf seinen Schultern trägt. Wer, liebe Gemeinde, könnte dieser Hirte sein, der das Verlorene sucht und auf seinen Schultern nach Hause trägt? Aus der Nacht in das Licht des Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebender Gott, aus einer Welt, die es uns und anderen Menschen nicht immer leicht macht, kommen wir voll Vertrauen zu dir und beten für die Kirche in der ganzen Welt, dass sie von deinem Geist erfüllt, dein Wort lebendig verkündet und ihre Aufgaben wahrnimmt. Wir bitten dich für alle, die in dieser Welt Verantwortung tragen, dass sie gemeinsam mit den Menschen, die ihnen anvertraut sind, Lösungen für die Anforderungen und Probleme der Zeit finden. Wir bitten dich, dass wir sensibler werden für das Leben, das du uns geschenkt hast, dass wir es in Dankbarkeit annehmen und darauf Acht haben. Wir bitten dich für die Menschen, die leiden müssen, die ihre Heimat verlassen mussten, die Opfer von Krieg und Terror sind, die erkrankt sind, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und die verraten wurden. Wir bitten dich, dass wir die Menschen, die an und in dieser Welt leiden, nicht aus den Augen verlieren. Wir bitten dich für die Bewahrung dieser wunderbaren Welt, deiner Schöpfung, dass wir die richtigen Schritte gehen, um sie zu erhalten und zu einem Ort des Wohlergehens für alle Menschen zu machen. Wir bitten dich, dass es uns gelingt, das, was wir zu viel haben, gerecht mit anderen, die zu wenig haben, zu teilen. Wir bitten dich für uns und unsere Familien, für alle Menschen, die uns anvertraut und wichtig sind. Wir bitten dich, dass wir einander zuhören, aufeinander zugehen und miteinander in Frieden leben lernen, damit wie im Himmel, so auch bei uns dein Wille geschehe. Dir vertrauen wir uns an und beten mit den Worten, die uns dein Sohn gelehrt hat, zu beten. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und schenkt dir Frieden. Amen.